So, da sind wir schon wieder mit der nächsten Tagesaufgabe. Diesmal sollen wir Schaden von oben zufügen. Würde ich sagen, einfachste, was es gibt, Gruppenkeile. Weil da kannst du dich einfach auf den Baum stellen und schießt nach unten. So, dann möchte ich mich erstmal bedanken für jetzt 94 Abonnenten. Ihr seht schon unten, die nächste PaySafe-Kartenzahl ist unten eingetragen. Und ich habe mir was überlegt. Wenn ihr das Video guckt, geht jetzt in erster Linie schon mal an alle Abonnenten. Die nächste PaySafe-Kartenzahl werde ich im Video einfach mit dem Code, sage ich jetzt nur als Beispiel, Code 5 aus dem Nichts. Das ist dann halt die nächste Zahl und genauso werde ich das machen. In jedem Video, was ich hochlade, werde ich die nächste Zahl irgendwann im Laufe des Videos sagen. So werden die belohnt, die das Video komplett gucken. Und für all die, die jetzt wissen wollen, was hat es überhaupt mit dem PaySafe-Code auf sich, wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Wir haben jetzt 90 Abonnenten erreicht. Die 100 sind fast schon erreicht. Und dann kommt schon die 10. Zahl, bei 110 die 11. und so weiter. Wer aber genau wissen will, wie das Ganze funktioniert, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich extra ein Video gemacht, wer ich bin für die Neuen. Und genau wie das mit dem Gewinnspiel dann abläuft, beziehungsweise wie das mit dem Code einlösen. So, das war das. So, dann gehen wir mal gucken, wo gehen wir denn runter? Loot-technisch. Ich würde sagen, na komm, zeig mir die Zone an. Zone anzeigen. Komm, ich will wissen, wo die Zone ist. Ja, gut. Also kann ich Paradise runter. Dun, 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 dun. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die 94 Abonnenten jetzt. Also die 100 sind dann, denke ich mal, ein Katzensprung. Wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, geben und nehmen. Ihr bekommt von mir den PaySafe-Code. Und ich hoffentlich von euch ein Abo und kommt da. Wie gesagt. So, am besten wäre natürlich, wenn jetzt hier direkt schon ein Gegner käme. Ich bin mal gespannt, wie weit unten Schaden machen von oben heißt. Ob da ein Raster reicht. Aber das werden wir mal ruckzuck rausfinden. So, erstmal hoch. Und ich hoffe, ich konnte schon bis jetzt schon einigen Leuten helfen. Also was ich so bekomme an den Kommentaren, hört sich eigentlich alles positiv an. Außer das eine Video, was ich tonmäßig verkackt habe, aber da habe ich schon direkt gegengewirkt. Das war einfach meinerseits ein Fehler von der Tonaufnahme an sich. Das wird mir auch nicht noch einmal passieren. Und es war natürlich ein Video, was voll reingeschlagen hat. Also das war das erste Video, was innerhalb von einem Tag 500 Klicks hatte. Was mich schon selber gewundert hatte. Wo ist denn die Kiste? Hä? Ist jetzt blöd? Hier oben habe ich doch die Kiste geholt. Ach, egal. Ich hasse es, wenn ich eine Kiste höre und so nicht sehe. Ach, das verdient nicht. Man hört nie, ob es unten oder oben ist. So. Dann. Sind hier Gegner oder was? Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Ja, ein bisschen Heal-Stuff holen wir immer mit. Aber jetzt brauchen wir in erster Linie Munition, weil waffentechnisch habe ich eigentlich alles. Hallo, keine Lags bitte. Ich hoffe, das hat Fortnite jetzt mal langsam ein bisschen auf die Reihe gekriegt. Weil die Lags waren schon ein bisschen übel die letzten 2 Tage. Ich weiß gar nicht. Ah, die Roboter haben sie wieder drin. So. Immer noch schön Muni sammeln. Das sind Baumets. Dann, 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 dann. Wer schießt da oben? Ja, loot-technisch
sieht es eigentlich ganz gut aus, die Runde. Irgendwas Legendäres würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Boah, fast verdrückt. Ich meine, ich habe zwar schon den Explosivschaden, aber da kann ich nicht dran vorbeigehen. Ach, da ist einer schon da. Wie rum ist er denn gelaufen? Ja, die Munition hat er auch schon mitgeholt. Eigentlich das Gefühl, das ist ein Gegner. Weil er ist da hinten. Hat er so schnell alles abgegrast oder was? Er hat wirklich alles hier weggeholt. Aber ich würde sagen, wir können auch jetzt eigentlich schon in die Zone gehen. Gucken, ob okay, ist da hinten noch ein Rift. Ja. Holen wir die Kiste nämlich auch noch mit. Dun, dun, dun. Und für die Schlitzohren unter euch, der Code wird immer zu verschiedenen Zeiten gesagt. Das sage ich euch jetzt schon. Ihr braucht nicht denken, dass ich das in der letzten Sekunde immer sage. Sind ist halt so eine Belohnung für die, die wirklich aktiv jedes Video gucken. So, mal gucken, ob die Action wirklich ein Retail ab. Ja, doch, das sind schon die ersten. Gucken. Natürlich schon gesehen, aber da haben wir schon erst 120 Schaden. Genauso reicht es eigentlich schon. So, dann machen wir das Ganze noch zweimal und dann haben wir es auch schon geschafft. Gucken, ob das von hier oben auch. Ja, klar. So, mehr Leben hat er auch nicht gehabt. Wo ist hier der, der auf mich geschossen hat? Da hinten. Ich war doch genau drauf. 132 Meter. Schmeckt. Muss er sich auch genau dann immer bewegen? Meine Fresse, ey, eben, aber es war überhaupt nicht heute. Und es war noch nicht hoch genug. Also da hat man es jetzt mal gesehen. Orientierung gleich null. Oh, wie schon den Kill geklaut. Wo ist er? Wo ist er? Er slackt schon. Ah. Oder? Ne, das war er. Hier gefällt es mir absolut nicht. Gegner. Bam, 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 bam. Keiner, der hier irgendwo sinnlos rumläuft. Boah, hat der mich weggesniped. Eieieiei. Sag nicht, ich krieg das hier nicht in einer Runde hin, ey. Das wäre katastrophal. Sind hier die Gegner? Ja, hier ist keiner. Ist klar. Vier Mann stehen da. Mich holt er weg. Kann er mal hier den Schaden anzeigen oder ist das zu weit weg?
Ach, hör doch jetzt mal auf. Wollen die mich hier trollen? Habe ich hier E-Sportler oder was? Sein, oder? Ey, das war doch wohl höher. Ja, von hinten auch noch. Ah, 170 noch. Meine Güte, einfach einen von oben. So schwer kann diese Aufgabe doch eigentlich gar nicht sein. Natürlich nicht. Mann, 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 Mann. Hier sind aber auch starke Gegner drin, ganz ehrlich. Wo ist er? Bringt mir aber nichts. Jetzt habe ich kein Metz mehr. Eieiei. Oh, wer macht da Auge? Wir gehen jetzt die Metz aus. Edle Kotzreiz. Das meine ich, dafür muss die Sensi höher. Ah, 24 Punkte. Krieg ich ja wohl noch hin, ey. Irgendwie. Das stelle ich einfach hier mit rein. Zack. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Wir sind hier im Gruppenkeil. Ich dachte eigentlich, das kriegst du safe in einer Runde hin. Genau, ich krieg eine Pistole, ein Headshot. Ach, naja. So, dann sage ich mal ganz simpel mit dieser Geschichte. Code 7. So, ich hoffe, ich konnte euch mit der Aufgabe weiterhelfen. Ja, wenn ja, gerne ein Abo, Like. Vielleicht willst du noch einen Kommentar schreiben. Aber in dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein.